Sassenberg im Siebengebirge. Am frühen Morgen ist der Laster mit dem Fieseler Storch A97 aus dem Luzerner Verkehrshaus im Laderaum an der Schweizer Grenze aufgebrochen. Jetzt ist das erste Etappenziel erreicht, die Motorenklinik von Dirk Bende. Als erstes nehmen Bende und seine Mitarbeiter die Luftschraube ab. Nur eine große Schraube fixiert den Zweiblattpropeller an der Kurbelwelle. Nach 50 Jahren Stillstand im Museum ist der Motor in einem unerwartet guten Zustand. Ja, ich habe eben mal drüber geguckt, er dreht sich sogar noch und jetzt bauen wir ihn aus. Mit dem Flugzeug selbst ist der Motor nur über den Motorträger verbunden. Nach einer halben Stunde sind alle Steuer- und Versorgungsverbindungen abgetrennt und das fast 300 Kilogramm schwere Antriebsaggregat hängt an einem Hublader. Im Schritttempo geht es nun vorsichtig von der Straße hinunter auf den Hof vor die Werkstatt. Dirk Bendes luftfahrttechnischer Betrieb ist spezialisiert auf die Restaurierung historischer Triebwerke. In den nächsten Monaten wird hier der Argus-Motor des Storch vollständig zerlegt und instand gesetzt. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn der Argus ist ein empfindliches Pflänzchen. Der Motor hat ein Gehäuse aus Magnesiumguss. Ist also sehr, sehr leicht und zudem sehr korrosionsempfindlich. Die originalen Störche aus den Fieselerwerken in Kassel waren mit Argus AS10C Motoren ausgestattet. Der luftgekühlte Achtzylinder hat 12 Liter Hubraum und gibt damit 240 PS Leistung ab. Und wenn er einmal gelaufen hat, dann läuft er eigentlich. Dann ist es eigentlich sorgenfrei sein, solange der Öldruck stimmt, ne? Aber das gilt eigentlich für jeden Motor.